Grüß euch, meine Lieben. Ich komme heute mit dem Thema Hingabe live, weil das Thema für mich so ein wichtiges ist und ich glaube einfach, dass das auch für dich einiges verändern kann. Also für mich in meinem Leben hat es total viel Transformation gebracht. Was bedeutet jetzt also Hingabe? Hingabe bedeutet für mich, die Lebensumstände anzunehmen, in denen wir uns befinden. Und loszulassen. Uns fallen zu lassen und aufzuhören, Widerstand zu leisten und aufzuhören zu kämpfen. Und ich kann mir vorstellen, dass das in deiner Vergangenheit und vielleicht auch jetzt noch immer ein Thema ist, dass du stark in den Widerstand gehst, weil du für dich spürst, die Situation, in der du dich befindest, ist vielleicht unaushaltbar. Oder du musst kämpfen, generell. Vielleicht hast du diesen Glaubenssatz in dir auch so verinnerlicht. Ich muss kämpfen, um in meinem Leben was zu erreichen. Oder ich muss kämpfen, um mich von schwierigen Situationen, von schwierigen Menschen zu befreien. Und da gibt es unterschiedliche Zugänge. Und es ist auch für mich wichtig, da zu differenzieren. Wenn wir eine Situation ändern können, ja, dann dürfen wir das auch tun. Also Hingabe bedeutet jetzt nicht, alles anzunehmen und mit uns machen zu lassen, was einfach gerade geschieht. Sondern Hingabe bedeutet, uns auch der Möglichkeit hinzugeben, was zu verändern. Also wenn es möglich ist und du befindest dich in einer Situation, die für dich total schwierig scheint oder ausweglos erscheint oder die dir Angst macht, vielleicht auch in einer Beziehung mit anderen Menschen, in der Arbeitssituation, wäre der erste Weg, die Situation zu verlassen. Also überleg dir mal, kannst du was verändern, indem du die Situation verlässt? Und wenn das möglich ist, dann braucht es auch hier die Hingabe und den Mut, es auch zu tun, also auch hier zu deiner Intuition zu stehen und ihr zu folgen. Ist es dir nicht möglich, die Situation zu verlassen, dann kannst du dir überlegen, ob du sie verändern kannst. Das mag jetzt in einer schwierigen Beziehung, die du vielleicht mit einem Partner oder mit einem Familienmitglied hast, oft gar nicht so einfach sein, die Situation zu verändern. Und dennoch, manchmal müssen wir gar nicht das Außen verändern, sondern unsere Haltung dazu. Und indem du klar wirst, was du möchtest, ob dir diese Beziehung noch gut tut oder auch nicht, indem du Stellung beziehst, nimmst du auch eine andere Haltung ein und das spürt auch dein Gegenüber. Und es ist oft sehr überraschend, dass sich, indem wir unsere innere Haltung zu etwas verändern, plötzlich auch ein anderes Umfeld schaffen. Und dann vielleicht überrascht sind, dass andere Menschen oder auch Familienmitglieder, Freunde, Partner plötzlich anders reagieren, als wir es gewohnt sind. Also du kannst eine Situation verlassen, du kannst sie verändern. Und wenn auch das nicht möglich ist, weil du vielleicht eine Krankheit hast, die jetzt nicht verändert werden kann konkret, ja, oder die du nicht einfach so hinter dir lassen kannst, dann geht es darum, auch ins Annehmen zu kommen, in die Hingabe dessen, was ist, und den Widerstand im Innen und auch im Außen mehr und mehr loszulassen, zu spüren, dass er da ist. Ja, er darf schon noch Platz haben, wenn du ihn spürst, aber dann im Laufe der Zeit einfach auch loszulassen, um dich dem, was ist, zu fügen.
Und wenn du erkennst, dass du durch die Hingabe an das, was ist, frei werden kannst auch von alten Mustern und Prägungen, weil du losgelassen hast, weil du dich selber, deinen Verstand, deine Bewertungen losgelassen hast und mehr in einen Zustand auch des Friedens kommst, dann kann es dir gelingen, auch in solchen Momenten, die du vielleicht bis vor kurzem noch als belastend, als nicht aushaltbar erlebt hast, plötzlich, ja, Frieden spürst. Ich möchte gar nicht sagen, unbedingt Dankbarkeit spürst. Weil die Dankbarkeit, die darf dann auch kommen, aber die braucht wahrscheinlich noch eine Weile, bevor du tatsächlich erkennen kannst, was ist das Geschenk darin für dich? Gibt es ein Geschenk darin für dich? Aber dich zunächst einmal dem hinzugeben, was ist, ohne zu bewerten, dich einfach sein zu lassen und dir auch zuzugestehen, dass du nicht perfekt bist, nicht perfekt sein musst, ja? Sondern genauso wie du bist, vollkommen bist. Dass es nicht mehr braucht, als du jetzt in diesem Moment in dir und um dich herum zur Verfügung hast. Wenn du das erkennst, gerade oder auch in einer Situation, die sehr belastend für dich ist, dann ist Erfüllung möglich. Dann ist ein Erfülltsein für dich möglich, weil du im Moment angekommen bist. Weil du all das losgelassen hast, von dem du vielleicht glaubst, dass du es erreichen musst. Weil du all das losgelassen hast, was dich bis jetzt geprägt hat. Und weil du einfach angekommen bist. Also Hingabe an das, was ist, an diesen Moment, Achtsamkeit mit dir, mit dem, was dich gerade umgibt, das ist so ein magischer Schlüssel. Und das ist für mich auch immer wieder so schön und so stark spürbar, dass sich dann sowohl die Psyche als auch der Körper total entspannt, weil wir uns endlich annehmen. Ja? Weil wir uns annehmen und weil wir die Lebenssituation, in der wir uns befinden, mehr und mehr annehmen. Und das ist so mein Impuls für dich heute. Wie geht's dir mit Hingabe? Was bedeutet Hingabe für dich? Und wie kann es auch dir gelingen, mehr und mehr in die Hingabe dessen, was ist, zu kommen? Lass dich davon inspirieren und geh damit. Geh mit mehr Hingabe in deinem Leben. Und schau, was passiert. Von Herzen alles Liebe von mir.